Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. Ja, may the best Radek win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBET-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Und wir wollen euch alle zum nächsten Bundesligaspieltag begrüßen. Und ganz besonders auch dich, Radek, zusammen mit dem... Timo Werner, Doppeltorschütze der Leipziger im letzten Spiel, und der Nationaltimo, wie ihn seine Mami liebevoll nennt, ist bei Dortmund und Bayern im Gespräch. Also ich wette mit dir, der wird nicht mehr lange in Leipzig spielen, zumindest keine neue Saison mehr. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir fangen an mit dem Freitagsspiel, Flutlicht-Time, Bremen gegen Düsseldorf. Ja, und ich frage mich aber gerade so im Hinterkopf, ob das nicht sogar politisch inkorrekt ist, wenn du deinen Sohn Nationaltimo nennst. Egal, wir haben hier Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf. Da gibt es zwei spannende Serien. Die eine ist uncool, denn Bremen hat 3 Heimspiele in Folge verloren, nur 1 Punkt aus den letzten 5 Spielen geholt. Und jetzt kommt zum Glück die Fortuna Düsseldorf. Die haben seit 20 Bundesligaspielen auswärts nicht mehr gewonnen. 15 Niederlagen, 5 Unentschieden. Und ich sage, dass jetzt hier Niederlage Nummer 16 dazu kommt. Werder wieder zurück in die Erfolgsspur. 3-1. Radek, was sagst du? Ich bin ein bisschen enttäuscht von deinen Bremern, die ja da als neue Champions League-Macht angekündigt wurden. Die sind jetzt mit einem negativen Torverhältnis nur noch 9. Aber das setzt sich fort. Die Bremer sind in der Vorrunde die letzten Jahre immer schlecht gewesen und in der Rückrunde gut. Auch wenn sie jetzt in der Saison einen guten Saisonstart hatten, war jetzt der Wurm drin, bekanntermaßen, sage ich nichts Neues. Aber ich sage auch, gegen Düsseldorf müssen sie jetzt wieder den Karren aus dem Dreck ziehen. Aber ich mache es ein bisschen knapper als du. Bei mir gewinnen die Bremer nur 2-1. Und ebenfalls ein knappes Spiel dürfte das Revierderby werden. Ich denke, weil es wegen den Knappen und auch weil es vielleicht knapp werden könnte. Ich denke, die Dortmunder, die haben jetzt in 13 Spielen kein einziges Mal verloren. Da wäre doch jetzt gegen wieder erstarkte Gelsenkirchener der absolut korrekte Zeitpunkt. Im vergangenen Jahr hat Dortmund eine 4-0-Führung nicht gereicht, um zu gewinnen. In diesem Jahr kriegen sie keine so hohe Führung. Ich denke, die Schalker, die gewinnen dieses Spiel mit 2-1 auch. Ja, die Vorzeichen stehen in dieser Runde etwas anders, denn Dortmund ist jetzt wieder deutlich vor Schalke 04. Für Schalke ist es nicht der weitere Schritt nach vorne, auch in der Entwicklung, sondern eher geht's zurück. Und für die Fans ist dieses Derby natürlich unglaublich wichtig. Und hier haben auch die Spieler die Chance, so ein bisschen den bisher schleppenden Saisonverlauf reinzuwaschen. Und das werden die Nutzen 100% geben. Deshalb reicht es für Dortmund nur für ein Unentschieden, denn die sind trotzdem zu stark und haben natürlich auch den Anspruch, das Revierderby zu gewinnen. Ich freue mich auf dieses Spiel. Ich finde es schade, dass es nicht um 18.30 Uhr stattfindet. Deshalb geht es hier 2-2 aus, Tore garantiert. Und bei dir zum zweiten Spiel in Folge 4 Tore. Gibt es auch im dritten Spiel zwischen Leverkusen und Augsburg, könnte man sich auch vorstellen, dass da 4 Tore fallen? Das denke ich mir auch, wobei Augsburg jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Bremse drücken wird, erstmal hinten den Karren sauber halten. Augsburg, die spielen ja gut, aber die Punktausbeute ist nicht so der Hit. Leverkusen, der Heiko Herrlich ist noch da, der wird jetzt auch noch länger da sein. Also, was weiß ich über dieses Spiel? Das gab es bisher in der Bundesliga 16 Mal und 16 Mal hat Leverkusen nicht verloren. 9 Siege, 7 Unentschieden. Jetzt kommt das nächste Unentschieden, denn auch die letzten 3 Heimspiele von Leverkusen gegen Augsburg endeten so. Also 4 in Folge, 4 in a row, nicht 2-2, denn dafür ist die Ausrichtung von Augsburg zu defensiv, 1-1. Du darfst schon. 1-1. Ja, ja. Bleib dann wieder rein. Das überzieht ein bisschen, aber dafür waren wir vorher kürzer. Ja, wenn man sich die Tabelle anschaut, bin ich ein bisschen schockiert. Ich bin ja erst in dieser Saison Augsburg-Fan geworden, Sympathisant vielleicht. Jetzt sind die 14. Seitdem ich Anhänger von denen bin, ging es nur noch bergab. Jetzt sage ich offiziell Augsburg, ich bin Erfolgsfan. Mit euch will ich jetzt erstmal nichts mehr zu tun haben. Und gegen Leverkusen traue ich euch leider auch keinen Sieg zu. Denn, ja, da...
macht der Heiko, obwohl man ihn schon so oft weggeredet hat, einfach einen nervenstarken Job und schafft es irgendwie im Amt zu bleiben. Deswegen denke ich, Leverkusen wird dieses Spiel gewinnen. Und bei Augsburg brennt jetzt dann zum zweiten Advent schon der Baum. Und mal schauen, ob er sich ins neue Jahr retten kann, der Manuel. Ich würde es ihm gönnen. Hab ihn sogar schon mal persönlich getroffen, als er noch Trainer beim FT Starnberg war, vor ungefähr 7 Jahren. Und ja, hätte nie gedacht, dass der mal so einen Aufstieg hinlegt, das aber sei es ihm gegönnt. Ja. Dann geht's weiter bei Wolfsburg gegen Hoffenheim. Da haben die Wölfe jetzt auch in den letzten Spielen überrascht, haben gegen Leipzig und noch jemanden, der oben ist, gepunktet oder gewonnen sogar. Genau. Das hätte man wahrscheinlich jetzt nicht so erwartet, so, vor allem nicht, dass man beide Spiele gewinnt. Und gegen Hoffenheim zu Hause werden sie die Siegesserie nicht fortsetzen. Aber auch Hoffenheim war mir in den letzten Wochen irgendwie zu unzwingend. Die kassieren immer Tore. Hier würde ich als gute Wette, Wolfsburg schießt mehr als 0,5 Tore oder schießt über ein Tor, wenn es da eine halbwegs gute Quote gibt. Oder vielleicht sogar Risiko auf über 1,5 Tore. Mein Tipp nämlich hier Wolfsburg, Hoffenheim 2:2. Ja, ich würde dich fast korrigieren. Wolfsburg mag vielleicht wirklich überrascht haben in den letzten Wochen, aber doch deshalb eher, weil sie davor extrem enttäuscht haben und dann wieder die Erwartungen deutlich nach unten geschraubt haben. Jetzt glaube ich, dass aber von ihrem Lauf profitieren und Hoffenheim auch ein bisschen müde ist und Pause vielleicht braucht, denn dafür ist der Kader nicht qualitativ und breit genug aufgestellt, um diese Doppelbelastung Woche für Woche hinzubekommen, egal ob jetzt gerade keine Champions League war oder nicht. Ich glaube, dass Wolfsburg das Ding nach Hause fährt mit einem 2:0. Boah, das wäre natürlich dann eine Sensation, fast schon. Nicht nur, weil es dann 3 Siege in Folge wären, sondern dann würde Hoffenheim in der Tabelle auch von Wolfsburg überholt werden. Zumindest, naja, die haben ein wesentlich besseres Torverhältnis. 3 Punkte Vorsprung auf Platz 6 Hoffenheim und Wolfsburg mit 18 Punkten immerhin auf Rang 8. Dann Bayern gegen Nürnberg, das Bayern-Franken-Duell. Ja, da fehlt mir die Brisanz, denn die Bayern haben jetzt ihre 11 gefunden und so ein bisschen Ruhe. Und wenn sie das nächste Spiel souverän gewinnen, dann redet keiner mehr vom 3:3 gegen Düsseldorf. Dann redet auch keiner mehr, dass auch hier vielleicht ein Trainerstuhl wackeln oder brennen könnte, zumindest noch 2018. 2:0 für Bayern. Ja, 2:0 für den Außenseiter, für diesen sympathischen Emporkömmling aus München mit diesem eloquenten und patenten Vorstand oder Präsidenten. Also ich denke, gegen die Nürnberger werden die ihren Erfolgslauf fortsetzen und das dritte Spiel in Folge oder das dritte Spiel in Folge gewinnen, wenn man die Champions League gegen Benfica mit einrechnet und dann sogar wettbewerbsübergreifend 4 Spiele in Folge ungeschlagen sein. Also das ist mal was, was man diesem FC Bayern so in der Form auch nicht hätte zutrauen können. Gegen Nürnberg 3:1. Und dann geht es weiter mit einem vielleicht etwas interessanterem Spiel. Denn die Freiburger haben ja in dieser Saison schon das ein oder andere Mal überrascht und sind über sich hinausgewachsen. Auf Platz 13 stehen sie jetzt ganz gut da, aber natürlich auch mit Connection nach unten. Die Stuttgarter sind nur 3 Punkte dahinter zum Relegationsplatz. Und mit Leipzig kommt natürlich eine ganz, ganz starke Mannschaft, die zwar jetzt auswärts vielleicht nicht ganz so stark ist wie zu Hause, wo sie ja extrem gut in der Defensive sind, aber natürlich Favorit sind. Und dieses Spiel, wohl oder übel, auch wenn ich die Freiburger wirklich mag, mit 2:0 wieder gewinnen werden. Da wird dann wahrscheinlich auch unser Wall of Famer wieder ein Wörtchen mitreden wollen. Aber ob er dann auch trifft, das sei mal dahingestellt. Was denkst du bei diesem Game? Ich denke, dass ich einen anderen Tipp von dir im Kopf habe. Aber okay. Ich hätte erwartet, dass du unentschieden hier gehst. Ich mache es nämlich auch langweilig. Ich gehe einfach auf Leipzig.
weil es sich gefühlt sicherer anfühlt. Aber was willst du dazu sagen? Natürlich gönnt jeder Freiburg hier mindestens einen Punkt, aber 1-2 aus Sicht der Breisgauer. Ja, ich habe hier überlegt, unentschieden zu tippen. Da hast du wohl meine Gedanken gelesen oder wie kommst du darauf? Aber im Endeffekt hat die Vernunft dann doch gesiegt, so wie es beim Wetten halt einfach sein sollte. Und es ist natürlich der naheliegendere Tipp, auf den Tabellen Dritten zu gehen, als auf den Tabellen 13. Aber naja, gut, schauen wir mal. Bei Hertha gegen Frankfurt, was sind da deine... Treffen. Input. Zwei Mannschaften aufeinander, die positiv überraschen und deshalb werden die sich auch die Punkte teilen. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Spiel, zumindest wenn man Bock hat, Samstagabends Fußball zu schauen, um 18.30 Uhr kommt. Das werden Fans beider Clubs ein bisschen anders sehen. Ist jetzt für mich nicht an Attraktivität zu unterbieten, aber vielleicht wird es ein gutes Spiel, 2-2. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Da spielt die vielleicht beste Offensive aus Frankfurt gegen die Hertha. Was ist da jetzt nicht attraktiv genug für dich? Ich glaube, dass diese Konstellation nicht für attraktiven Fußball stehen wird. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und außerdem habe ich 2-2 getippt. Also verarsche ich mich gerade selber. Genau. Und... das ist schwierig zu sagen, denn Frankfurt hat ja nach einer langen Erfolgsserie jetzt mal wieder verloren und Hertha hat nach einer langen Durststrecke wieder gewonnen. Jetzt sind die 5. Frankfurt, 7. Berlin mit 23 Punkten Frankfurt, 3 Punkte vor Hertha. Aber tendenziell würde ich Frankfurt wesentlich stärker einschätzen. Aber ich glaube, bei denen ist jetzt auch ein bisschen so der Wurm drin. Die wollen jetzt nach der Niederlage nicht zu viel riskieren in Berlin und werden sich daher... zu einem 1-1 kämpfen. Und Berlin, ja, die wollen auch nicht jetzt großartig ins offene Messer laufen, denke ich mal. Und von daher dieser Tipp. Beim nächsten Spiel zwischen Mainz und Hannover kann ich es kurz machen. Das ist für mich noch ein bisschen unspektakulärer, euphemistisch formuliert, als das davor. Deswegen gibt es hier einfach ein gnadenloses 0-0. Ja, und vorhin hast du angesprochen, dass der Baum in Augsburg eventuell brennt. Anderer Trainer, der auch dessen Stuhl eventuell auch wackeln dürfte, ist von Hannover 96. Ich komme jetzt Breitenreiter, Breitkreuz, die Namen, mit denen habe ich... Pele Wollitz, genau. Ist der noch in Osnabrück? Auf jeden Fall... gewinnt es hier Hannover, damit unser Trainerfreund von Hannover endlich mal Ruhe hat, denn der ist eigentlich ein echt guter und Hannover mag ich auch 0-1, also ich bin auch dabei, dass die Effizienzmaschine aus Mainz auch wieder kein Tor schießt. Alles klar, und dann zum nächsten Spiel von Gladbach gegen Stuttgart, das letzte an diesem 14. Spieltag. 3-0 für Borussia Mönchengladbach, weil die Niederlage gegen Leipzig hat denen gut getan. Kleiner Reset, gehen 100%, stärkste Heimmannschaft, glaube ich, saisonübergreifend aller Bundesligisten und deshalb wird für Stuttgart nichts zu holen sein. Mhm. Und da hatte ich nämlich im Kopf, dass du irgendwie 2-1, 3-1 getippt hattest, weil mir aufgefallen ist, dass Stuttgart ja da kein Tor schießt, oder? Und dann hast du jetzt meinen Tipp mehr oder weniger gekapert, weil du eher dran warst. Du schlauer Fuchs. Aber Gladbach hat ja zu Hause auch nur 3 Gegentore bisher kassiert. Und da ist die Offensive um Mario Gomez beim VfB halt einfach zurzeit nicht patent- und durchschlagskräftig genug, um die Gladbacher da in Bedrängnis zu bringen. Gladbach gewinnt das auch im Handicap mit 2-0, sage ich. Und da sind wir uns dann einig, dass es hier einen Handicap-Sieg der Fohlen geben wird. Und bei manch anderem, wie bei Bremen-Sieg, sind wir uns auch einig. Das könnten interessante Tipps für unsere Challenge Faxe-Bookie in Sportwetten-Bonus-Challenge haben wir auf unserer Webseite. Schau mal auf XBET-Tipps und da posten wir jetzt jeden Tag Tipps, um einen Bonus freizuspielen. Und da werden einige auch jetzt dann in der Bundesliga dabei sein, denn am 13. Spieltag war ja der torärmste Spieltag der bisherigen Saison. Ich denke, so wie wir getippt haben, wird sich das jetzt wieder ein bisschen in die andere Richtung
umschwenken. Also dann war es das auch schon von meiner Seite. Wunderschönes Wochenende. Wir freuen uns über jedes Like. Wir freuen uns über jeden richtigen Tipp. Und lasst doch ein Abo da. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.